So, ja, wir wollen dann auch schon quasi gleich zu unserem nächsten Vortrag des heutigen Tages kommen. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Nur der kurze Hinweis für euch. Wir haben natürlich auch einen Podcast. Findet ihr auf allen, ja, Plattformen, wo es halt so Podcasts gibt. Dort interviewen wir vor allen Dingen immer nur Gäste, die auch die beim Digital Bash auch als Speaker dabei waren, damit man dann quasi nochmal in die Vertiefung gehen kann. Ja, zum Thema Programmatic kommt bestimmt auch mal was oder ist schon was, weiß ich gerade nicht genau. Guckt doch einfach mal rein und lasst ein Follow da. Podcast ist ja auch sehr angesagt. Wir haben auch keine Werbung da drin, also genau. So, dann kommen wir jetzt zu einem sehr angesagten Thema. Wir haben das ja vorhin schon angesprochen, das Thema Visuals und Creatives und vor allen Dingen auch die Bedeutung. Denn wir haben jetzt wirklich hier ein bisschen echte Innovation und auch ein bisschen Zukunftstechnologie, wenn man es denn so nennen möchte. Wir haben ja vorhin die Wichtigkeit ja, angesprochen und wir wollen das jetzt nochmal ein bisschen intensivieren. Dafür freuen wir uns sehr, dass wir heute den Jean-Marc König von Brandmaster dabei haben. Brandmaster ist eine Brand-Management-Plattform, wird vor allen Dingen von sehr großen Unternehmen eingesetzt, sehr etabliert und man kann sich das so vorstellen, aus der Cloud heraus werden ganz viele Digital Marketing, Branding, aber auch Creative-Lösungen angeboten. Jean-Marc hat ja super viel Erfahrung im MarTech-Bereich und ist bei ja, Brandmaster als Geschäftsführer, als CEO unterwegs. Und er hat uns heute das Thema mitgebracht, wie man Display-Banner automatisiert produzieren kann. Jean-Marc, wann bist du eigentlich zuletzt Bahn gefahren und vermisst du es, jeden Tag oder jeden zweiten Tag Bahn zu fahren? Ja, ich vermisse es tatsächlich. Ich habe auch vor ungefähr einem Jahr eine Bahncard gekauft und habe mir dann direkt so gedacht, das war nicht die beste Investition im letzten Jahr, aber gut, da muss man durch. Ja, okay. Also sonst schon regelmäßiger Bahnfahrer. Dann passt Absolut. das ja zum ersten Vortrag vom Sven Hasselmann. Also ob du nun auch seine Werbung angesprochen bist, das glauben wir jetzt mal, das wissen wir nicht, aber gehen wir jetzt einfach mal von aus. Weil wir wollen ja die Wichtigkeit von ne, Digitalwerbung heute in den Vordergrund stellen. Absolut. Ja, dann möchte ich auch schon das digitale Mikrofon an dich übergeben. Wir haben heute das Thema Display-Banner automatisiert produzieren und in Echtzeit aktualisieren. Wie das funktioniert, ja, das wollen wir uns jetzt anhören. Viel Spaß mit Jean-Marc König von Brandmaster und dir natürlich auch viel Spaß mit unseren ganzen Teilnehmern. Super, vielen Dank, Marc. Und ja, ich freue mich, heute dabei zu sein und euch dieses Thema näher zu bringen. Display-Banner in Echtzeit generieren. Das ist ja ein Thema, was oft auch mit so Keywords wie Creative Management Plattform, Creative Optimization in Zusammenhang gebracht wird. Heute will ich das anhand von ein paar Best Practices aus Norwegen euch erläutern, mit ein paar Beispielen, wo eben mehr Conversions bei geringeren Kosten erzielt wurden. Warum Norwegen? Brandmaster ist norwegisches Unternehmen. Wir sind zwar global aktiv, aber haben norwegische Wurzeln, wie man auch so ein bisschen hier in unserem expressionistischen Design, Brand Design sieht. Ja, da sind so ein paar ganz spannende Cases mit dabei, die sicherlich für die meisten von euch neu sind und daher hoffentlich spannend. Vielleicht bevor wir starten mit dem Thema, ich meine, Display-Banner an sich sind natürlich nach wie vor extrem reichweitenstark. Also wir sehen sie ja auf allen Websites, die man so im Alltag konsumiert und sind eigentlich da für die meisten Publisher auch als Einnahmequelle nicht mehr wegzudenken. Hinzu kommt, dass natürlich auch immer mehr neue Möglichkeiten neben den klassischen Publishern im Display-Bereich dazugekommen sind und die auch sehr stark im Vormarsch sind. Also wenn wir zum Beispiel an Social Display denken, TikTok-Ads, Instagram oder Facebook-Story-Ads, LinkedIn und Xing, mehr den B2B-Bereich zu adressieren. Das sind zum, also ein Kanal, der immer stärker wird in letzter Zeit. Aber auch Amazon bietet ja immer mehr Möglichkeiten der Werbung auf ihrer Plattform an. Das ist ja besonders spannend, weil dort die Nutzer natürlich schon mal mit einem sehr hohen Kaufinteresse unterwegs sind. Erfreut sich auch immer größere Beliebtheit.
Und dann gibt es noch andere wie Spotify-Ads oder auch Digital Out of Home, also digitale Außenwerbung, die man ja heutzutage auch an vielen Stellen schon programmatisch auch einkaufen kann. Und das Ganze ist natürlich eine neue Vielfalt an Display-Möglichkeiten, was das ganze Thema auch nach wie vor sehr relevant und spannend macht. So, wer von euch schon mal eine Display-Kampagne gemacht hat, kennt vielleicht das Gefühl, Display-Kampagnen sind extrem anstrengend. Warum? Warum sind die so anstrengend und warum sieht man danach potenziell ein bisschen abgehalftert aus wie der Kollege hier? Ja, der typische Prozess dauert einige Tage oder sogar Wochen, um wirklich von Anfang bis Ende so eine Display-Kampagne an den Start zu bringen. Ich habe es mal hier skizziert, was so die klassischen Schritte sind. Im ersten Moment macht der Kunde ein Briefing, die Agentur rennt los und produziert die Banner in den verschiedenen Größen. Die Mediaagentur stellt die Kampagnen ein und sorgt dafür, dass es eben über die DSPs an der richtigen Stelle ausgespielt wird. Und der Publisher sorgt dann natürlich dafür, dass der entsprechende Traffic draufkommt. Dafür müssen heutzutage ja viele verschiedene Formate und Devices bedient werden. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir machen eine Banner-Kampagne, hier ist das Motiv, ein Banner und fertig, sondern man hat ja verschiedene Platzierungsmöglichkeiten und muss dafür natürlich die ganzen Formate bereitstellen. Hier ist mal so eine Übersicht der klassischen Formate. Sicherlich gibt es da je nach Branche auch noch Schwerpunkte und Unterschiede, was da am meisten genutzt wird oder am relevantesten ist. Der Punkt ist, das ist schon mal so ein ganzes Sammelsurium, was man produzieren muss, um nur eine einzige Message rüberzubringen, also quasi ein Motiv umzusetzen in all diesen Formaten. Und dann noch mobile und responsive und hast du nicht gesehen. Ist allein schon eine ganze Menge. Wenn wir uns dann noch vorstellen, dass wir natürlich den einen Master-Content in die verschiedenen Formate bringen, aber vielleicht ja nicht nur die eine Message oder den einen Content bedienen wollen in unserer Kampagne, sondern vielleicht auch mehrere Produkte, mehrere Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen adressieren, dann steigt hier der Content-Bedarf natürlich exponentiell und ich muss auf einmal nicht mehr nur ein Banner oder 15 Banner produzieren, sondern eben vielleicht 30, 50 verschiedene Motive und Formate. Und wenn wir uns dann noch überlegen, dass wir das Ganze vielleicht gerne im Wochentakt produzieren würden, weil wir im Retail-Bereich unterwegs sind und da eben schnell die neuen Angebote raus kommunizieren wollen oder umgekehrt vielleicht sehr agil sein wollen, um auf Wettbewerbsangebote zu reagieren und da schnell die Angebote auszutauschen, neues Pricing reinzubringen und so weiter, dann wird das Ganze schon sehr, sehr spannend, wenn man wirklich hier mit einer manuellen Produktion unterwegs ist. Also Herausforderungen bei der manuellen Produktion über Agenturen oder interne Grafikteams nochmal kurz zusammengefasst. Einerseits hohe Produktionskosten. Das führt dazu, dass viele in dem Bereich vielleicht nur einen Teil des Weges gehen und einfach viel Potenzial auf der Straße liegen bleibt, weil vielleicht manche Formate nicht produziert werden, die gut funktionieren würden, vielleicht sogar komplette Kanäle ausgelassen werden, weil man nicht die Bandbreite hat, das auch noch zu bedienen. Oder eben in der inhaltlichen Adaption werden Abstriche gemacht. Und das Ganze ist dann vielleicht ein Ticken zu generisch, um wirklich den Impact zu haben. Dann Time to Market ist ein großes Problem. Eben der Prozess dauert Tage oder Wochen, um erstmal den ersten Flight an den Start zu bringen. Und bei Änderungen ist es oft nicht viel schneller. Das heißt, das Ganze ist relativ langsam und man hat kaum die Möglichkeit, während der laufenden Kampagne die Ads noch inhaltlich auszutauschen oder zu optimieren. Genau, keine Optimierung ist eben auch so ein Thema, was den Inhalt angeht. Das heißt, das wird oft einfach da aus Kapazitätsgründen nicht gemacht, weil sonst,
die Kampagne quasi schon zu Ende wäre, bis ich die neuen Banner fertig produziert habe. Also viel Potenzial, was da oft auf der Straße liegen bleibt, sehen wir auch nachher nochmal bei den konkreten Beispielen von unseren norwegischen Brands. Ja, es gibt ja schon ein paar Tools in dem Bereich, die sind aber oft ein bisschen unzureichend. Viele Tools der ersten Generation sind einfach nicht mehr ganz zeitgemäß. Warum? Einerseits ist oft die Akzeptanz bei den Nutzern, die das Ganze bedienen sollen, schlecht. Es ist zu komplex, es ist nicht benutzerfreundlich, die Leute kommen nicht damit zurecht. Es ist natürlich auch ein gewisser Change-Prozess, wenn man vorher gewohnt ist, die Agentur zu briefen, die dann alles für einen macht und jetzt ein Tool in die Hand nehmen will, um das selber zu tun, zu einem gewissen Grad zumindest. Dann ist es natürlich eine hohe Anforderung an Benutzerfreundlichkeit des Tools. Ein weiterer Aspekt ist, es handelt sich oft um Insellösungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Google ein Tool nehme, um meine Banner zu generieren, dann habe ich vielleicht Banner, die für Google funktionieren, aber nicht für andere Kanäle. Und das ist natürlich dann, da ist man ein bisschen gefangen in so einer Insellösung und kann dann wieder nicht kanalübergreifend arbeiten. Das ist schön, wenn man damit zufrieden ist, nur in dem einen Kanal was zu machen, aber in der Regel nicht mehr state of the art. Und der dritte Aspekt ist, dass bestehende Lösungen oft recht unflexibel sind, was zu Lasten von Kreativität und Branding geht. Das heißt, die Ergebnisse, die Ads, die da rauskommen, die sehen einfach auch danach aus, dass sie ein Roboter erstellt hat und repräsentieren eigentlich nicht so die Marke, wie man sich es vorstellen würde. Ja, jetzt fragen wir uns sicherlich, wie lösen denn norwegische Unternehmen, die wir vorhin angeteasert haben, diese Herausforderung? Und da will ich einfach erstmal den Prozess nochmal bemühen, dass wir uns anschauen, wie das Ganze dort anders abläuft. Also wir hatten ja vorhin hier unseren linearen Prozess mit den verschiedenen Schritten und unter Umständen ist ja da auch noch eine gewisse Komplexität mit drin, was Freigabeschleifen angeht, je nach Branche. Also wenn ich da zum Beispiel an die Automotive Unternehmen denke, die immer darauf schauen müssen, dass welche Verbrauchsangaben korrekt dargestellt sind im Banner und so weiter, dann sind da natürlich auch noch viele Freigabeschritte auf dem Weg mit drin, die das Ganze verlangsamen können. Und ja, der Prozess, wie den eben diese norwegischen Brands fahren, ist dank moderner Technologie eben abgekürzt, indem der Kunde den Banner direkt in der Plattform mittels Vorlagen erstellt und dann die Möglichkeit hat, Tags zu übergeben an die Mediaagentur oder direkt an den DSP, je nachdem wie da gearbeitet wird. Heutzutage ist ja oft auch Inhousing hier ein großes Thema bei vielen Brands. Das heißt, die haben hier die Kapazitäten selber oder auch die Ressourcen, die das steuern und können das dann komplett direkt an den DSP übergeben. Und dadurch, dass wir hier eben nicht mehr die Zwischenschritte dann drin haben, ergibt sich die Möglichkeit, die Ads wirklich in Echtzeit bereitzustellen und damit auch Änderungen und Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen, was vorher einfach schlicht durch die unterschiedlichen Schritte nicht gegeben war. Alright, das war jetzt ein bisschen Theorie. Schauen wir uns doch mal an einem Live-Beispiel an, wie das Ganze funktioniert. Und wir gehen jetzt einfach kurz in das System rein, passen einen Banner an und generieren 8 Formate auf einen Schlag. So, ich wechsle dafür kurz in meinen Browser und wir sehen jetzt hier direkt unsere Display Ads Lösung. Ich kann hier verschiedene Ads Gruppen auswählen und ein konkretes Motiv. Gehe hier rein und kann sehen, wie das Ganze hier
inhaltlich aufgebaut ist. Ich habe die Vorschau auf der rechten Seite und ich habe Zugriff eben auf verschiedene inhaltliche Aspekte von diesem Bannermotiv. Und da kann ich jetzt eben Änderungen vornehmen in einem gewissen Rahmen. Das heißt, ein Template-Designer, der diese Bannervorlage eingestellt hat, hat vorher definiert, welche Aspekte dieses Banners ein Benutzer nachher anpassen darf. Sprich, das Logo ist fix, aber die Texte können angepasst werden, die Visuals können angepasst werden. Und hier sind wir eben recht liberal. Es kann sehr viel angepasst werden. Man könnte das Ganze natürlich auch extrem eindampfen und sagen, nur ja, der Händlername, wenn wir wieder in dem Automotive-Beispiel denken oder wie hier Store-Name und der Angebotspreis werden angepasst. Wenn wir jetzt sagen, hey, das Hintergrundbild ist zwar ganz nett, aber ich hätte gerne lieber was mit einem Foto, dann kann ich hier das Ganze wählen. Und da haben wir jetzt hier ein paar passende Beispiele natürlich vorbereitet. Kann ich hier auswählen und das wird mir dann hier eingefügt. Wenn ich ein anderes Format als Vorschau sehen will, kann ich mir das hier entsprechend anzeigen lassen. Und ich kann mir auch so eine Mehrformat-Vorschau generieren lassen, um das Ganze gleich ein bisschen besser einschätzen zu können. Da sehe ich jetzt auch, dass bei manchen Größenverhältnissen hier die Standardeinstellung vielleicht nicht optimal ist. Und da könnte ich jetzt auch hergehen und für besonders hochkantige oder besonders breite Formate das Ganze nochmal ein bisschen optimieren, anderen Bildausschnitt auswählen und dergleichen. Also es hilft mir eben hier mit wenigen Klicks den Content dieser Anzeige oder dieses Banners sehr schnell anzupassen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern vielleicht sogar ein Video lieber als Hintergrund, haben wir hier auch ein paar Motive zur Auswahl. Kann hier nochmal in die Vorschau kurz reinklicken. Macht das Sinn? Okay. Und füge das in meinen Banner ein und habe dann eben mit wenigen Klicks hier nochmal ein ganz anderes Bannermotiv erzeugt und könnte eben genauso auch die Texte hier austauschen, so wie ich es brauche, oder eben die Produkte, die da auftauchen in der Animation. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Ganze vielleicht eindeutschen und sagen, jetzt vorbestellen, könnten wir das hier tun und ich habe direkt die Vorschau mit meinen verschiedenen Größenformaten im Blick, um zu sehen, wie das Ganze dann rüberkommt. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ins Detail gehen und wirklich noch Animationsschrauben drehen oder andere Dinge tun. Aber in der Regel ist ja die Idee, eben mit so einem Templating-Ansatz auch schneller zu sein und sich primär auf den Inhalt zu konzentrieren und nicht so sehr auf die Form oder ja, das Design von einem Banner. Was ich hier auch noch tun könnte, ist, die verschiedenen Frames, die hier auftauchen in dieser Animation, zu erweitern. Also wenn ich jetzt noch mehr Content reinbringen will, könnte ich hier weitere Frames einfügen und eben in der gleichen Mechanik dort Inhalte reinbringen. Die ganzen Inhalte, die wir jetzt hier manuell geändert haben, die könnte man natürlich auch noch stärker in eine Automatisierung bringen, also sprich über ein Feed befüllen, um Produktdaten, Produktinfos, Bilder und so weiter direkt reinzubringen. Aber das würde jetzt heute den Rahmen ein bisschen sprengen. Die Idee ist, ich kann hier natürlich dann jederzeit auch mir die Vorschau anzeigen lassen für sämtliche Formate und sehe dann auf einen Schlag alle Formate. Genau. Habe hier so eine Tapete, wo ich quasi sehen kann, wie das Ganze dann in den unterschiedlichen Formaten rauskommt und kann dann nochmal überprüfen, ob alles so seine Richtigkeit hat in den unterschiedlichen Größenformaten. Ich hatte jetzt meine Änderungen nicht gespeichert, deshalb sind wir hier nochmal in der vorherigen Version unterwegs. Und wenn ich jetzt sage, das passt soweit und wir annehmen, dass wir keinen Freigabemechanismus aktiviert haben, das heißt, ich kann selber entscheiden, wann das Ganze live geht, dann kann ich hier mir die Tags runterladen für die unterschiedlichen DSPs.
und das dann direkt in meine Kampagnen einbauen. Und ab dann werden die Ads direkt von unserem System gesurft. Und damit entsteht diese Echtzeitfähigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Sprich, in dem Moment, wo jemand diesen Banner angezeigt bekommt auf Bild.de oder wo auch immer das dann geschaltet ist, ist der Durchgriff auf unseren Server und damit können wir entscheiden, was dort an Content wirklich ausgeliefert wird. So, für andere Kanäle haben wir natürlich auch Exportmöglichkeiten mit drin. Also wenn wir jetzt noch eine Variante haben für einen On-Site-Banner oder für verschiedene Social-Kanäle, dann kann ich mich hier bedienen an verschiedenen Exportmöglichkeiten, auch wieder in allen Größen, für HTML, für statische Visuals oder für Video und kann das dann eben aus einer Quelle als speisen, muss dann nicht nochmal separat Hand anlegen, um das Ganze zu erstellen. Ja, so viel zu dem Demo-Teil. Jetzt habe ich hier noch in dem Handout dann auch diese Vorschau drin mit einem Link, wo ihr euch das auch live anschauen könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die konkreten Beispiele aus Norwegen, die Cases an, die bestimmt für euch auch spannend sind. Einmal Coop, das ist ein Einzelhändler, vergleichbar mit Kaufland oder Edeka hierzulande, also sehr, sehr großer Einzelhändler in Norwegen. Und die hatten die Herausforderung, dass das Timing bei ihren Display-Kampagnen immer ein bisschen schwierig war, weil die Produktionsagentur quasi immer hinterhergehinkt ist mit dem Anliefern der Creatives für diese wöchentlichen Flights. Die haben dann die Chance gesehen, mit unserer Lösung hier mehr Dynamik reinzubringen und das dann wirklich in Echtzeit zu generieren. Und haben durch diese Straffung im Prozess wirklich 4 Stunden Ad-Ops, also Ad-Operations pro Tag gespart und haben dadurch auch die Möglichkeit erhalten, in bestimmten Heißphasen wie vor Weihnachten oder anderen, wo der Wettbewerb besonders intensiv ist, eben auch wirklich täglich mehrfach Preise zu ändern oder Angebote auszutauschen, sodass da die maximale der maximale Impact generiert werden konnte. Nächstes Beispiel, andere Branche. DNB ist eine Großbank. Man sieht hier schon an den Motiven so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Dort war die Herausforderung, wirklich die Creatives in Echtzeit zu optimieren. Also einerseits sicherzustellen, dass in so einem Finanzierungsrechner immer die aktuellsten Daten dann drin sind und andererseits auch die Motive so zu optimieren, dass da eben maximal viele Leute den Rechner nutzen und nachher auf das Angebot vielleicht auch anspringen. Das haben sie gelöst mit unserer Display Ads Lösung und haben da zusätzlich natürlich noch den ganzen Branding-Aspekt mitgenommen. Also sie hatten vorher eine Lösung, wo die Ads, ich sag mal, ein bisschen hölzern daherkamen, was jetzt nicht deren Corporate Design entsprochen hat, aber halt ja, die Funktionalität geliefert hat, die sie haben wollten. Und mit unserer Lösung haben sie das noch optimiert und eben auch die Design-Aspekte noch umgesetzt bekommen. Im Ergebnis Time to Market extrem beschleunigt. Sie sagen von 4 Tagen auf 2 Sekunden. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall extrem schnell und agil durch eben diese Automatisierung. Und jetzt bei der konkreten Kampagne haben Sie tatsächlich die Conversions um 29% steigern können im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei gleichbleibendem Media Spend. Also auch ein tolles Ergebnis. Letztes Beispiel, ziemlich gebeutelte Branche. Apollo ist ein Reiseveranstalter im hohen Norden. Und wo die herkamen, war eine Problematik, dass sie einfach aus Kapazitätsgründen oder Kostengründen die Ads, die sie produziert haben, oft relativ generisch gehalten haben und nicht auf einzelne Zielgruppen inhaltlich zugeschnitten haben. Also es war quasi die Zeit vor den Beispielen, die wir hier sehen,
Da gab es relativ generische Ads, die eben nicht immer passend waren für die einzelnen Zielgruppen. Damit haben sie Conversions auf der Straße liegen lassen und mussten relativ viel Media einsetzen für ja, moderaten Erfolg, sage ich mal. Und die haben eben erkannt, dass mit Automatisierung sie diesen Engpass in der Produktion lösen können, um eben wirklich zielgruppenspezifische Motive zu generieren, die Angebote auch jeweils auf die Zielgruppe anzupassen und das Ganze dann in Echtzeit auszuspielen und zu optimieren. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen, 43% mehr Conversions erreicht und das Ganze eben bei 65% weniger Impressions, die sie einkaufen mussten, also geringerem Mediabudget sogar. Also ein extremer Hebel durch diese Maßnahme. Und ja, Reisebranche ist natürlich extrem gebeutelt in Corona-Zeiten, aber gerade da ist natürlich diese Echtzeitfähigkeit überlebenswichtig, weil in Zeiten, wo Reiseziele tagesaktuell vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind oder erreichbar sind und man gar nicht mehr ohne Probleme dahin reisen darf, muss man natürlich da sehr schnell sein und umswitchen. Und die Möglichkeit haben sie eben durch die Technologien, die sie hier einsetzen. So, nochmal kurz zusammengefasst. Einmal den Nutzen von Automatisierung im Bereich Display-Banner. Und das wäre einmal natürlich Kosten einsparen. Das ist kostengünstiger, weil man eben diesen Skaleneffekt nutzen kann durch die automatisierte Produktion und auch durch weniger Korrekturschleifen. Also in dem Moment, wo alles quasi auf Templates basiert, braucht man weniger Zwischenschritte an Korrekturschleifen, an Freigaben und kann das Ganze deutlich straffen. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Also Time to Market wird beschleunigt, man ist einfach viel schneller, viel agiler und hat die Möglichkeit, eben auch neue Motive in Echtzeit zu generieren und live zu stellen, auch während die Kampagnen laufen. Und damit mehr Impact zu generieren, haben wir gerade bei unseren Beispielen gesehen. Relevanter Content sorgt einfach dafür, dass die Conversions hochgehen und die Werbewirkung einfach viel, viel besser ist. Vielleicht noch konkret, was unsere Lösung angeht, Brandmaster Display Ads, was uns da unterscheidet. Hohe Akzeptanz bei den Benutzern, es ist einfach zu bedienen. Und trotzdem gibt es auch viele sehr sophisticated Feintuning-Möglichkeiten für die Power-User. Also man kann da wirklich, je nachdem, wie die Leute ticken oder wer da davor sitzt, den Schieberegler von sehr, sehr einfach und schnelles Ergebnis bis hin zu sehr sophisticated und viele Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man eben variieren und das entsprechend einstellen in diesen Templates. Und es ist ein One-Stop-Shop, das heißt eine Lösung, mit der man alle Kanäle bedienen kann. Also nicht eine Lösung für Google und eine Lösung für hier und eine Lösung für da, sondern man kann eben aus einer Quelle wirklich die Display-Ads für alle Kanäle generieren. Und ja, das Vorlagenthema ist oft auch ein Thema. Und da zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir eben starke Vorlagen auf Basis von HTML5 einfach ermöglichen. Das heißt, man kann da aus dem Vollen schöpfen, was die Gestaltung angeht. Und natürlich auch Bilder, Videos einbetten, also wirklich kreative Dinge tun und sicherstellen, dass das Ergebnis auch on-brand ist, was ja auch so ein bisschen unser Credo ist, das ganze Thema Brandmanagement. Display ist allerdings nur ein Kanal. Das heißt, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, empfehlen wir natürlich Multichannel statt Silo zu denken. Und damit kommen wir auch zu unserer Gesamtplattform. Also Display Ads ist quasi ein Baustein in unserer modularen Plattform. Wir sehen hier, das Spektrum ist noch ein bisschen weiter. Und gerade mit Template Studio bedienen wir da natürlich auch Werbemittel in anderen Kanälen von Print bis Video, E-Mail und so weiter. Das heißt, der Ansatz ist da wirklich Multi-Channel und das Ganze sehr Brandmanagement getrieben, also sicherzustellen, dass überall die Konsistenz gewahrt wird.
Und ja, last but not least noch ein paar Stichworte zu Brandmaster. Wir sind eben ein skandinavisches Unternehmen, seit 2004, aber auch hier in Deutschland aktiv und in unterschiedlichsten Branchen unterwegs, von norwegischen Nischenbrands, wie wir sie vorhin gesehen haben, bis zu Global Playern, wie sie hier draufstehen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, lohnt sich so ein Tool für unser Unternehmen? Und da habe ich ein Angebot nur für euch als Teilnehmer von The Digital Bash. Und zwar bieten wir euch einen individuellen ROI-Report. Lest euch gerne nochmal durch im Handout später. Und wenn es für euch spannend klingt, macht einfach einen Termin aus mit mir oder mit meinem Team. Und dann können wir uns das Ganze mal gemeinsam zu Gemüte führen, beleuchten, ob das Sinn macht für euch. Ja, und damit bin ich eigentlich schon am Ende meines Vortrags und freue mich auf eure Fragen. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben sehr viele Fragen für dich. Vielen Dank für deinen Vortrag. Es ist auf sehr viel Interesse gestoßen, das Thema. War ja auch so ein bisschen zu erwarten, weil irgendwie ja jeder damit in irgendeiner Form ja, Berührungspunkte hat. Ich hoffe, für dich war die Erfahrung auch cool, aus dem eigenen Homeoffice vor so vielen Leuten einen Vortrag zu halten. Ist ja doch nochmal eine andere Erfahrung. Aber ich meine es vorhin schon, es gibt ja schon ein bisschen positive News. Irgendwann werden wir ja mal wieder zu Offline-Events zurückkehren, aber The Digital Bash wird online bleiben auf jeden Fall. Lass uns mal schnell einsteigen, weil wir können leider nicht alle Fragen reinnehmen. Dafür waren es jetzt zu viele, auch teilweise sehr, sehr fachspezifische Fragen. Ich sage aber den ganzen Teilnehmern, wir schicken die an den Jean-Marc im Nachgang. Er oder sein Team wird sich bestimmt bei euch melden. Genau. Oder ihr connectet ihn einfach bei LinkedIn und fragt ihn da nochmal. Ja. Wir hatten hier eine Frage, habe ich nochmal rausgegriffen, vom Erik. Ist eine Dynamisierung der Banner anhand von Produktfeed und Userdaten eines Webshops möglich? Genau, also Feed hatte ich ja schon als Stichwort kurz genannt. Das ist auf jeden Fall möglich. Und Userdaten des Webshops wäre theoretisch auch möglich. Das hängt oft davon ab, was das DSP dann hergibt. Eher. Also welche Parameter wir im DSP abgreifen können, um zum Beispiel Geodaten zu nutzen, um da wirklich spezifische Inhalte je nach Lokalisierung des Nutzers anzubieten, solche Geschichten. Genau, also beim Webshop, da müsste man sich dann nochmal das Szenario genauer anschauen, aber Dynamisierung im Sinne von Feed auf jeden Fall, ja. Okay, ja, die Frage kam häufiger, vor allen Dingen, wie das halt mit externen Daten noch oder mit Feeds funktionieren kann, genau. Dann habe ich hier nochmal die Frage von Martin schnell rausgegriffen. Ist das direkte Einspielen per Link auch bei Google Display möglich? Und wie ist generell die Abdeckung der DSPs mit dem Tool, was die direkte Einspeisung angeht? Weil es kann ja wahrscheinlich nicht überall gehen. Genau, also das ist das Thema Tags, was ich vorhin ganz kurz gezeigt hatte in der Demo. Da war irgendwie so eine Liste von 15, 20 DSPs, die wir unterstützen, darunter eben die verschiedenen Google-Display-Varianten, Xander und AdForm und wie sie alle heißen. Und da ist genau die Idee, dass wir eben eine Möglichkeit bieten, quasi einen Tag, also sprich so ein JavaScript-Snippet zu übergeben, was dann dafür sorgt, dass Google oder Xander oder wer auch immer sich die eigentlichen Ads von uns abholt und die dann ausspielt in Echtzeit. Und damit eben dieser HTML5-Datei-Upload entfällt und diese Echtzeitfähigkeit ermöglicht wird. Okay. Genau, ansonsten auch an den Martin und an alle anderen. Ich glaube, das sind doch teilweise sehr, sehr spezielle Fragen für euer genaues Setup und für eure Kanäle, die ihr bespielt. Genau, da müsstet ihr wahrscheinlich einfach mal in den direkten Dialog gehen. Das ist für die große Bühne dann nicht die ganz richtige Frage. Dafür habe ich als Abschluss nochmal kurz die Frage von Marco rausgegriffen. Viele hatten noch zu dem Pricing gefragt und hier, wie das abgerechnet wird, ob es auch für Agenturen besondere Deals gibt. Genau, das schicken wir euch dann nochmal weiter rum. Du hast ja auch schon einen Deal vorgestellt. Und der Marco hatte noch gefragt, gibt es in den Vorlagen auch Stock-Images und Videos, die man nutzen kann? Also das ist ganz wichtig. Wir sind nicht unbedingt diejenigen, die die Vorlagen erstellen, sondern da arbeiten wir eben eng mit Agenturen zusammen, die darauf spezialisiert sind. Die Brands, mit denen wir arbeiten, die haben in der Regel ihr Bildmaterial, ihr Videomaterial, was sie einsetzen wollen. Teilweise ist da natürlich auch Stockmaterial dabei, was aber speziell dann selektiert worden ist und bereitgestellt wird. Und das ist dann auch so ein bisschen der Link zum Beispiel zu unserem Digital Asset Management Modul, wo dann solches Material auch
quasi ablegt und direkt auch genutzt werden kann in Display Ads. Okay. Super. Ja, dann vielen, vielen Dank, Jean-Marc, für deine Ausführungen und nochmal die Beantwortung der Fragen. Dir viel Erfolg und viel Spaß an der Digital Creative Optimization Front und was ihr sonst noch so für coole Sachen treibt. Ich glaube, es gibt einige Kontakte, weil es doch sehr, sehr gut angekommen ist und viele was damit anfangen können. Also schön, dass du da warst und bis bald mal wieder. Ciao. Sehr schön, freue mich. Bis bald.